Ich habe das erste Mal in meinem Leben einem Freund meine Füße geschickt. Er wollte es haben. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war seine Reaktion. So hässlich sind meine richtig. Füße nicht. Ja, ich weiß. Ich sag ja, du hast eine Vorstufe. Aber guck mal. Wie Vorstufe? Na, das ist... Alle Basketballerfüße sind am Arsch, Digga. Ja, okay, so. Aber so sieht mein Fuß nicht aus. Nee, nicht ganz. Nur so wie nicht ganz? Ich hab dir gesagt. Nee, Jam hat wirklich einen Riesenzeh. Deswegen sehen seine Füße auch aus wie so ein Eisberg. Ich frage mich, was gerade Leute denken, die jetzt das erste Mal auf den Kanal kommen, dieses Video vorgeschlagen bekommen haben und jetzt diese Szene sehen und sich so denken, oh, ein neues Spiel? Und auf einmal reden wir über Füße bei Männern. Ich sag euch, das ist normal. Falls ihr noch nicht abonniert habt, jeder checkt es, ob ihr abonniert habt. Immer noch 30% gucken, ohne Abo zu regelmäßig. Ich verstehe es nicht. Gut, nachdem wir das durchhaben, Basti hatte eine gute Idee. Wenigstens das. Wir haben auch mal mit Jam gelacht, wie lustig es wäre, wenn er Merch raushauen würde. Und es wäre einfach nur dieses Shirt in Grau, was er immer trägt. Und dann würde er so eine Veranstaltung machen, wo nur Leute mit dem Shirt kommen können. Das wäre das lustigste Event aller Zeiten. Ey, das wäre so witzig. Ich muss das eigentlich machen, Basti. Alle Leute in dem Raum haben dieses graue NPC-Shirt an. Dann aber auch nicht so teuer. Wirklich so ein günstiges, so 15 Euro. Ja, genau. Euro oder so richtig günstig. Ja, genau. Es ist ein gutes Shirt. Es ist einfach ein gutes Shirt. Und jetzt wirklich die Frage, würdet ihr sowas feiern? So alle machen über ihre Modemarken und Merch. Ich würde einfach dieses graue Faustschnitt-Shirt bringen. Was sagt ihr dazu? Auf jeden Fall, heute zocke ich zwar ein neues Game, aber ich habe lange nicht mehr richtig gezockt. Vor allem nicht COD. Und das war dann das Ergebnis. Ja, mit X springst du raus. Halt's Maul jetzt, Mann. Ich zeig dir was Cooles, okay? Ja. Du siehst die Tür hier? Verschlossen, ne? Ja. Man muss einen geheimen Weg machen. Reines Loch. Geh rein. Du verarschst mich, oder? Nein, 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 wirklich. Man stirbt hier doch, oder? Nein, 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 rein, vertrau mir, ich vertrau kann mir. Ich kann dich nicht ernst. Okay, jetzt siehst du, ne, Wasser, ne? Ja. Blitze. Würde ich nicht berühren. Du kannst mal kurz testen, was passiert, wenn du reingehst, aber würde ich nicht machen. Okay, man kriegt Schaden. Ja. Du musst alle drei berühren, um den Strom auszumachen. Okay, ich schaff das. Du musst Parkour hitten. Oh, einer ist mein Dings. Und in der nächsten Runde wurde es nur noch schlimmer. Was ich halt cool finde ist, weil die haben hier auch wirklich so die Essenz von früher reingehauen, weil mittlerweile machen die ja gar keine Easter Eggs mehr. Hier sind so viele Easter Eggs drin, ne? Oh. Ich schwöre, ich schwöre auf alles, ich hab gezündet. Ich hab den, du kennst den Bug, ich hab gezündet. Was soll ich sagen? Ich hatte einfach einen schlechten Tag. Im Movement-Gott, weißt du doch. Mhm. Ja. Warte. Da gehe ich hier lang, glaube ich. Mach den sicheren Weg. Hä? Ich mach kurz Strom aus, Bro. Also wirklich nichts an dem Tag hat funktioniert. Digga, Jam, kann ich bei dir landen, ist sicher? Gut gesniped. Keine Bombe, bin aber safe. Ja, bin safe. Digga, du bist so unsafe. Bis jetzt habe ich immer recht gehabt mit safe. Okay, wenn du jetzt nicht safe bist, was dann? Dann gebe ich dir 100 Euro. Ja, das war meine Warzone Experience und dann sind wir in Helldivers rein. Helldivers! Das war der Screen für Stunden. Wir sind einfach nicht reingekommen. Aber wir konnten wenigstens die Einstellung in Helldivers vornehmen. Untertitelmodus, okay. Die Frau spricht die ganze Zeit nach. Geh mal Untertitelgröße und sag mir, welche Größe du da auswählst. Extra groß. Also John, ich gehe mit extra groß. Ja, natürlich gehst du mit extra groß, ich gehe mit klein. Mittel. Groß. Das ist schlecht. Groß. Digga, die Stimme ist so schlecht. Untertitelmodus. Und als wir die ganze Zeit gewartet haben und immer nur diesen Screen sahen, haben wir tatsächlich Scribble gespielt. Stark, Jam. Oh, ah, nein. Oh. Ja, so einfach, Digga. So. Aber was soll das da unten? Was soll das Gerüst da unten? Ich sag, was soll das Gerüst da unten? Das macht wirklich auch gar keinen Sinn, statt einfach die Lampe zu malen, Digga. Was soll dieser Baumstecker da unten, Digga? Ey, Moment, worauf soll die Lampe stehen? Soll die schweben oder was? Hier, Scheißzeichnung. Hier. Und dann habe ich den Abend nicht mehr gezockt, bin off und schlafen gegangen. Jetzt ist ein neuer Tag und jetzt funktioniert das Game. Ich will euch aber noch eine Sache sagen. Die hat gestern Basti auch schon perfekt gesagt. Ich muss euch nur diese Szene zeigen. Ich mache mir jetzt einen Level-Up-Chat, denn, meine Damen und Herren, die Dark Beasts Editions sind als Kontrapart zu den Shiny Editions da. Dark Raptor, Dark Panther. Dark Panther sind Blackberries und Birne. Und mein Favorit ist eher Dark Raptor, weil Dark Raptor saure Apfelringe. Bam!
aktiv gerade eine 3-für-2-Aktion. Ihr geht in den Generator, nehmt 3 Dosen, bezahlt nur 2 und danach wendet ihr noch Code Haptic an. Das heißt, ihr kriegt 3-für-2 plus noch Code Haptic, also einen extra Rabatt. Partner, seit Tag 1, checkt die gerne aus. Kuss. Jetzt esse ich erstmal kurz was. Bitte setzen Sie den Trainingskurs jetzt fort. Ist ja okay, Mann, ich esse doch nur. Er guckt so auf die Karte und so wieder weg. Und mir fällt natürlich wieder das ein. Offenbar bereit für unseren Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. 3-4, okay. Ah, ah. Wie ihr aimt. Es tut mir leid, warum beleidige ich euch? Hä? Was? Was? Hä? Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Halt die Fresse. Willkommen im Galaktischen. Halt die Fresse! Warte, wo bin ich? Warte, wo bin ich hier? Was passiert hier? Hallo? Hallo? Ich bin doch tot. Was ist hier los? Was ist das? Was passiert hier? Keine Spritzen, hier kommen immer mehr Leute. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich respawne und die sind alle wieder da. Was soll das denn? Gibt's hier keinen Multiplayer? Ich habe mich halt null informiert, ne? Also wirklich 0,0. Ich bin so verwirrt. Es ist wirklich wie ein Zombie-Modus. Keine Muni mehr. Ich hab keine Muni. Ja, ich bin tot. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Eliminiert von Haptic. Wahrscheinlich habe ich mich selbst eliminiert, oder? Okay, Leute. Ich habe mir jetzt angeschaut, was das überhaupt ist. Und das ist... Halt doch mal die Fresse. Jedes Mal, wenn ich komme. Es gibt eine Waffenkammer. Man kann sich mehr Waffen und Ausrüstung freischalten und so hochleveln. Man muss quasi dieses ganze Universum irgendwie befreien. Aber ich meine, ich dachte, es wird irgendwie so ein cooler Shooter, der irgendwie Konkurrenz irgendwo hinmachen soll. Halt doch mal die Fresse, Mann! Ich dachte, es ist cool, einfach so reinzugehen. Aber wenn ein Game von Anfang an nicht diese Übersicht hat, wenn man nicht direkt versteht, worum es geht, finde ich es komisch. Nicht gleich in den Kommentaren töten. Ich finde es komisch. Das ist mir zu kompliziert. Das ist zu viel. Mit der Zeit wird es natürlich leicht und man wird es verstehen. Aber ich hasse es, wenn man sich so richtig viele Sachen erstmal aneignen. Gott, das ist ja eine ganz andere Welt. Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Und die Verbindung. Okay. Perfekt. Geil, geil. Wir holen uns in den Kampf. Ah. Geht nicht. Ah, jetzt auf einmal ist die Verbindung wieder da. Okay. Und wieder rein. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Let's go. Wir versuchen. Und die Netzwerkverbindung wurde wieder unterbrochen. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal auf einem anderen Planeten. Vielleicht darf ich einfach nicht auf den. Halt die Fresse! Konnte nicht hergestellt werden, konnte nicht hergestellt werden. Und ja, jetzt geht's. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Und es ist wieder abgebrochen. Und wieder muss ich Sachen ausrüsten. Wieder mache ich mich bereit. Und mal gucken, ob es diesmal geht. Ohne Witz, Leute. Ich saß hier ungelogen 4 Minuten. 4 Minuten, bis ich gemerkt habe, okay, das ist nicht der Ladescreen. Es hat sich aufgehangen. Oh, warte, von wem ist das Game? Von Sony. Warum geht wieder das Licht aus? Was ist denn los heute? Es wurde von Sony gemacht. Oh, das erklärt alles. Und ich rede die ganze Zeit. Und mit wem überhaupt? Wo sind denn die Leute? Was ist das für ein Game? Warum ist es so verwirrend? Warum erklärt ihr nicht? Ich sehe jetzt schon wieder Rentner, die sich aufregen werden. Du bist ja das nicht verstehen. Ein Game muss leicht in der Bedienung sein und leicht verständlich. Oh, was ist das? Yo, can you hear me? Sag bitte nicht, du bist ein NPC. Doch, es ist ein NPC. Ich habe mit dem NPC geredet. Ich hab keinen Spaß, wirklich. Es tut mir leid. Es ist bestimmt ein gutes Game. Es hat bestimmt seine Fans. Aber ich habe gerade keinen Spaß. Ich verstehe es nicht. Und selbst wenn ich es verstehen würde, das ist so quasi ein Zombie-Modus irgendwie. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Game, was quasi irgendwie seine Fans haben wird und so, aber es wird einen Überhype haben und den dann verlieren auf Steam, so wie immer. Und bitte, wenn Leute hier Spaß dran haben, seid nicht sauer. Das Video ist trotzdem unterhaltsam. Ich will euch nicht triggern. Ich wünsche jedem diesen Spaß. Kann ich ihn töten? Gibt es? Ja, kann ich. Jetzt ist Nachladen. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn hier? Kann nichts machen. Ja, tot. Ach, fuckt euch wirklich. Drecks Game. Ja, das waren meine Erfahrungen. Ich sehe schon so 1-2 Kommentare. Bleibt mein COD. Ich bin verwirrt. Ich spiele lieber Kebab-Chefs, wirklich. Naja, wenn ich euch nicht allzu sehr getriggert habe und euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. We'll be right back.